So ist es sowieso fast 22.30 Uhr. Wir schauen mal, dass wir einen Hinterhalt hinbekommen, da an diesen ganz unten links. Oder wo immer dieser Raum nochmal war, ich glaube weiter in der Mitte oder so. Schauen wir mal, ob wir das da hinbekommen. Und dann wechseln wir rüber zu Kerbal Space Program, wie auch im Titel steht. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Vielleicht zu Minimus. Erstmal, bevor wir auf dem Mond landen oder so. Drei. Auch drei. Fünf. Volltreffer. Hätte ich Brot für den, dann könnte ich das machen. Ach, hier ist der Hund gar nicht. Und das ist schade. Jetzt habe ich den Knochen umsonst mitgenommen. Ja, da kriegt er keinen Knochen von mir, also bitte. Sowas. Ja, also. Ist schon fair, wenn ich hier versinke? Ich kann doch gar nicht mehr raus. Gut, ich bin eingeklemmt. Das ist etwas laut, aber... ah, schön. Ist aber auch ein guter Beat. Nicht so schießen. Da kann ich. Hinsetzen kann ich mich. Das hilft aber nicht. Okay, komm schon, ich bin nicht gerade. Das ist blöd, wenn ich hier feststecke. So wenigstens macht es keinen Krach mehr. Okay, sei bereit. 3, 2, 1. Was der Typ auf der rechten Seite nicht wusste, ist, dass der mit der roten Kappe gleich sagen wird, das alles gehört zu mir. Währenddessen sagt der Zauberer, alles geht zu gleichen Teilen und schon streiten die sich. Er hebt schon mal hier seine Faust, weil die gleich aufeinander losgehen. Das ist immer so. Außerdem ist das blau und rot, die Farben passen nicht. Das sind Erzfeinde von Anfang an. Außerdem läuft er barfuß herum. So, schauen wir mal, ob wir... Oh, Zauberer. Aha. So, nächster. Ich bin stark, irgendwie stärker geworden als jemals zuvor. Was denn los? So, den Knochen wollen wir aber behalten. Dass ich noch die Ohren mitnehme. Goldetro, ohne Dietrich kann ich da nichts machen. Wissen 1, Agilität, Geschicklichkeit. Nehmen wir erst das hier. Wir haben gerade keinen Unsichtbarkeitstrank da. Wir wollen hier unten raus. Okay, das habe ich komplett vergessen, das jetzt zweimal zu schlagen. Nicht. Okay, gibt es da unten eine Tür? Das wäre super. So ein Geheimweg.
Okay, so die Truhe nehmen wir noch. Höhlentroll. Einer wurde schon getötet. Vielleicht haben wir Glück und da waren zwei. Ich werde trotzdem die Falle hinstellen. So, das machen wir mal zu. Das können wir nicht aufmachen. Hier heile ich mich. Das sind noch welche. Bleiben wir in der Mitte. Er sieht safe aus. Wir gehen mal nach unten. Blöd. Okay, ich dachte schon, das wäre ein Spieler. Was Blaues gefunden, aber kriegst du mal. Das nehmen wir mal alles nicht mit. Ach Gott, Zauberer. Handschuhe, die brauchen wir nicht. Das nehmen wir. Wir schauen. Lagerfeuer? Ja. Dann schon nordische Touren, zwei Hände. So, wie machen wir hier am besten Hinterhalt? Das ist wirklich schmal hier. Ich springe normalerweise immer von hier runter irgendwie und dann rennt sie hier mitten durch. Hier ist es dunkel. Die rennen bestimmt in der Fackel rein. Und Sichtbarkeitstrank wäre eigentlich schon cool. Und ich verstecke mich hinter dem Dingens. Wenn es groß genug ist. Ich glaube aber nicht dafür, dass es nicht groß genug ist. Boden legen, Zeug. Wenn ich auf den Boden ein bisschen Zeug hinlege, das vielleicht groß genug ist und ablenkt. Zum Beispiel hier eine Tunika. Aber das geht. Wenn wir das knapp hier dran setzen. Ausgezeichnet. Dann hier noch. Stiefel. Ja, ich glaube, Stiefel sind
Unpassend. Ich brauche eine größere Jacke. Ich glaube aber, keiner wird vorbeikommen, aber ich möchte es nur einmal so testen. Ja, das könnte gehen. Noch ein paar Stiefel. Ich habe noch eine ganze Falle, mit anderen Worten, wir brauchen noch irgend so eine Rüstung oder so. Oder ein Helm. So ein Wikingerhelm. Und das andere legen wir noch dahin. Falls der hier von der Ecke vorbeikommt. Perfekt. Das merkt doch niemand. So, dann machen wir das zurück nach da. Das kommt darüber, das kommt hier rüber. Dürfen wir noch nicht selber reinrennen. Okay, damit hätten wir das. Aber da hinten noch Licht anmachen, damit es nicht so auffällig ist. Genau. Wir sollen wissen, dass da keiner ist. Okay. Wo verstecke ich mich trotzdem? Ja, wenn ich das ausmache, das ist auffällig. Hinter der Truhe? Kann ich hinter dem. Warte, kann ich hinter die Truhe? Könnte ich theoretisch, aber nicht ganz. Wenn er von der linken Seite kommt, dann bin ich. Wurde ich entdeckt. Okay, schauen wir mal, ob ich mich dahinter verstecken kann. Nö, das ist zu aufwendig. So, ich verstecke mich hinter der Säule. Nee, dann sehen die mich ja, wenn die vorbeirennen. Hier bin ich relativ dunkel, aber die sehen mich vom Schatten her. Hier, wenn ich das dunkel mache, sollte das eigentlich ausreichen. Hoffe ich. So, aber es ist sowieso noch keine Zeit. Wir versuchen erstmal das hier aufzubekommen. Stimmt, da kommt ein Gegner raus. Ja. Wenn man schnell ist, sieht man mich vielleicht nicht. So, warten wir ein bisschen ab. Habe ich Platz? Ja. Es kommt bestimmt keiner. Da ist schon einer gestorben. Aber es ist nur einer in dieser Runde gestorben. Also vielleicht haben wir Glück. Und es waren sehr wenige Leute da.
Scheint aber niemand da zu sein. Ich mag die Idee. Auch wenn die Dinger sehr offensichtlich sind. Wenn ich da vorbeikäme, dann würde ich mir denken, okay, da hat jemand Zeug abgelegt. Weil irgendwas. Wenn man aber genau drüber nachdenkt, macht das gar keinen Sinn, weil ein Portal nicht benutzt wurde. Also da wurde gar keins benutzt. Die kommen ja immer in der letzten Sekunde an. Hoffen wir mal drauf und dass wir ihn wegbekommen. Der Weg ist ganz schön weit, den wir laufen müssen. Wir müssten den auch looten. Oh Gott, das kriegen wir niemals zeitlich hin. Das habe ich komplett vergessen. Bis man so einen Charakter gelootet bekommt, vergeht auch wieder so 10, 20 Sekunden. Ah, ich glaube, da kommt niemand. Bei 30 Sekunden gehen wir mal hin. Wollte ich jetzt nicht. Okay. Der Plan ist nicht wirklich ausgereift. Nee, das ist er nicht. Okay, aber wir haben jetzt das hier. Wir können das mal da rein tun. Das können wir mal dahin tun. Oh. Wir sammeln die einfach, weil, keine Ahnung. So, dann schauen wir mal bei der Quest. Geheimnis der Toten, Höhlenaltar. Okay, gut, dass wir Goblin-Ohren gesammelt haben. Das habe ich komplett vergessen, dass wir die auch sammeln müssen. Ah, und jetzt habe ich einen epischen oder so weggeworfen. Egal. Egal. Silbererz können wir auch abliefern. Brauchen wir noch einmal eins von unten. Den Schleier lüften. Goldbarren, sehr witzig. Davon habe ich nicht einen. Okay, was können wir? Trank des Glücks. Da kommt man hier drunter. So, wurde da irgendwas abgeliefert? Nö. Wir haben irgendein Zauberbuch, das können wir wegwerfen. Ring der Vitalität, physischer Schaden. Naja, den können wir mal sammeln. So, der Knochen kommt dahin. Sehr viele Pfeile, die können mal mit. So, Sammler. Das kommt weg. Und das. Bop und bop. Ausgezeichnet, jetzt haben wir so viel Zeug. Behandelt, geplündert. Wann habe ich was geplündert? Also, so ein Lagerfeuer, erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Egal. Das kommt dahin, das Lagerfeuer kommt hier hin. Dann nochmal zum Knappen und dann beenden wir das. Heute. Das muss hier frei. Gut. So, ausgezeichnet.
Okay, gut. Dann hätten wir das gemacht. Das war's dann auch mit Dark and Darker. Ich gehe jetzt zu Kerbal Space Program. Egal. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Vielleicht finden wir wirklich endlich mal. Aber wir haben einen Gegner platt gemacht. Das ist gut. Ich bekomme fast gar keine platt. So, aber Dankeschön und ciao. Okay, jetzt hat er's. Hätte ich fast vergessen. So, willkommen zurück in Dark and Darker. Ich wollte schon vorher Hallo sagen, aber ich habe vergessen, das Bild einzublenden. Jetzt wären wir halt mit in der Runde. Aber ist auch nicht schlimm. Wir sammeln einfach. Wir schauen. Ah, schon Bier gefunden. Schon hat sich gelohnt. Das nehmen wir noch da hin. Und dann schauen wir mal, was sehen wir denn hier? Wir gehen einfach in... Ja. Wenn ich mich hier hinstelle. Ausgezeichnet, wo bist du? Ah, das ist viel zu weit unten. Naja, ich gehe runter. Ich bin mutig. Das war jetzt... Ich habe die Taste wieder verändert. Die Fähigkeiten. Das ist super. Was ich jetzt mache. Egal. Wir schlagen die alle aufeinander. Endlich. Uff, zum Glück habe ich Doppelklingen dabei. Physische Kraft. Oh, ich nehme aber lieber Glück. So, alles platt gemacht. Alle Pfeile verfehlt. Wie ist denn das passiert? Sehr viele Juwelen. Gut. Was hat mir das hier gebracht? Ach, Löwenkopftruhe. Ausgezeichnet. Schöne Schriftrolle. Noch ein Dingens. Eine Armbrust. Ja, ist bestimmt toll. Wir tun mal das hier rüber. Kloppen das hier voll. Die Axt lasse ich da. Also ein bisschen mehr Platz. Dann gehen wir mal weiter. Ist hier nix. Ich habe einen Unsichtbarkeitstrank, mit anderen Worten. Langsames sein bringt mir nichts. Ich muss nur daran denken, dass ich, falls ich ein Problem habe, den Unsichtbarkeitstrank auch verwende. Ich denke nie daran. Ich kann mich damit halt 11 Sekunden lang tarnen. Zeit genug, wenn mir ein Typ hinterher rennt. Er darf halt nur nicht sehen, wo ich unsichtbar werde. Und dass ich ihn trinke. Flinke Stiefel, Wissen, Vitalität. Komm mal weg. Ich darf nicht zu viele wegwerfen, aber... Es wird schon. Stimmt, hier könnte ich mich noch hochheilen. Wo will ich hin? Ich glaube, ich will nach Norden. Also, was heißt nach Norden? Doch, ist ja Norden. Fährt er geradeaus. Okay, dann sind wir auf der Seite. Da habe ich die Truhe aufgemacht. Unten waren wir. Dann gehen wir nach Süden. Ist die andere Seite.
Ah, okay. Es sind andere Spieler drüben. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Oder bin ich schon oben und das geht? Nee, das ist oben. Aber das sind andere. Wir gehen mal hier weg. Ich nehme die Gesundheit, damit der sie nicht nehmen kann. Falls er da reinkommt, hat er ein Problem. Wir gehen woanders hin, obwohl ich kann nicht so weit. Der da rumläuft, ist alles gut. Ja. Und ich muss daran denken, dass ich die Fähigkeiten richtig verwende. So, damit er gerade reingerannt kommt. Noch eine Falle, wie nett. Ich meine, ich könnte ein paar aufstellen. Ich habe sehr viele Fallen. Und ich kann da drüber springen, das ist kein Problem. Ich tue lieber die Falle dahin. Das Lagerfeuer können wir mitnehmen. Die lautet nämlich mit zum Verkaufen. Müssen wir später weghauen. Wir sind irgendwie rechts rein hier in diese Kammer. Und uns dann dort. Das ist zweimal Wissen. Das darf ich nicht weggeben. Jetzt kann ich meinen Unsichtbarkeitstrank nicht mehr verwenden. Super, der dreht sich auch immer. Oh, der Dickste. Na komm her. Was denn du von mir erfahren? Ich hab mich schon wieder verklickt. Ich lern's noch. Bei E ist normalerweise für mich eine gute Taste zum Ausweichen, aber ich habe jetzt leider drin, dass ich die den Fünffachschuss damit da drin habe. Ja, Verbände können wir noch mitnehmen. Ist dahinter irgendwas? Nö. Manchmal sind ja hier irgendwo Geheimnisse. Ah, ich weiß, wo wir sind. Die Kammer führt runter zum Magier und den Anruf. Was war das für ein Steingeräusch? Obwohl, das bringt ja nichts. Ich bin ja komplett sichtbar. Ich höre nicht, wie Leute sich töten. Oder wie Orks, Goblins durchdrehen. Gut, sehr viele Fallen aufgestellt. Und wieder mehr Platz. Schon wieder.
mir dahinter, kann ich mich nicht verstecken. Okay, langsam wird's Zeit. Noch ein Lagerfeuer, eine Stoffhose. Tat ist jetzt schon da. Ist ein beliebtes Laufgebiet. Okay, ich habe mich erschrocken. Was ist das immer für ein Geräusch? Irgendwelche Steinplatten bewegen sich immer. Wenn es von vorne einer kommt, habe ich ein Problem. Gehen wir mal ein Portal. Heilen uns nochmal. Ist ja dein Unsichtbarkeitstrank besser. Ist irgendwas passiert? Ich irgendwas höre. Wissen und Glück. Eine große Truhe. Nicht mit diesem Blau. Ja. Komplett daneben. Wow, hat er reingehauen. Jetzt habe ich gar keine Rüstung hätte. Gewebe brauche ich nicht. Verschwind mir. Schauen wir mal, ob jemand in der Nähe war. Nope. Okay, das war der letzte. Das war ein Skelett. Wie ist denn der verschwunden? Weil der steht da noch. Oder er war AFK. Wahrscheinlich, wenn er AFK. Verbindung getrennt. Okay. Gut. Dann, wir tun mal. Schau mal auf der Quest, wir haben diese riesige Quest dort, die mich ein bisschen stört. War nichts dabei. Nichts dabei. Gut. Diesen Blautrank kann ich noch dahin legen. So, Geld. Das Geld kommt dahin. Dann haben wir noch Unsichtbarkeitstränke, noch mehr. Wir finden so viele von denen. Ich nehme mal die 2 mit und die 3 tun wir dahin. Die Heiltränke nehme ich mit. Das Bier lasse ich hier. Ich glaube, wir hatten noch eine Bierquest da. Wenn wir die Silbermünzen machen, weiß ich nicht. Die Rüstung und Teile müssen wir verkaufen. Die kann ich sowieso nicht verwenden. Verbände. Komm mal darüber. Okay. Lagerfeuer, Lagerfeuer. Wir haben so viele Lagerfeuer-Kits. Die lagere ich mal hier. Bis wir Platz dafür haben. Also die Pfeile kann ich noch mitnehmen. Das bleibt erstmal hier. So. Wir haben dann weitere Ambros gefunden. Wir haben alte Schuhe gefunden. Magische Kraft, er ist nicht unbedingt gut. Fingerfertigkeit ist vielleicht super. Ich lagere die erstmal hier, weil wir haben sehr viele Sachen davon. Ich habe sogar mal epische Schuhe gefunden. Mit Glück. Naja, falls man Glück haben will. So, goldener Kerzenständer. Will ich die noch aufheben? Ja, mit perfekten. Warum liegen die eigentlich so blöd? Und Gewebe könnte ich mal wieder mitnehmen. Wir haben so wenig davon. So, das kommt nach oben, das kommt dann hier rüber. Dann nehmen wir den auch noch mit und verkaufen den ebenfalls. Gut. Handeln wir. Jawohl, warte. Ich habe doch das hier gefunden mit Glück, den Ochsenanhänger. Den kommt auch noch hier rüber. Yep.
Den Rest können wir verkaufen. Bop, 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 bop. So, die Halbstuhl kommen weg. Die Laute kommt weg. Dann noch vom Sammler. Du kannst diese antike Schriftrolle haben, gefüllt mit alten Schriften, die vielleicht die Geheimnisse der Welt enthüllen oder einfach nur das Rezept von altmodischen Kuchen sind. Bestimmt ein Kuchen. So, das kann ich nicht. Was ist denn das überhaupt? Drehmoment der Seele. Physische Kraftrüstungsdurchdringung. Ich tue das wieder rein. Wer weiß. Vielleicht brauchen wir das ja noch. Gut. Dann, Knappe, so bringet mir mein Zeug. Ich bräuchte zum Beispiel all das. Ausgezeichnet. Das bleibt oben, das kann nach unten. Jetzt habe ich so viele von denen. Ah, schon besser. Wie denn die Goblinhöhle? Hm. Ich meine, wir könnten ein bisschen Erz abbauen. Warte, ich hatte doch im Lager eins. So bauen wir ab.